Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mad Max. Ja, wir sind unterwegs. Was habt ihr denn da vor? Okay, Abflug. So, dann versuchen wir da mal zu fliehen. Ich hoffe, wir müssen nachher nicht auch noch durch die engen Gebiete wieder zurück. Das könnte dann ein wenig problematisch werden. Aber nee, ich glaube, wir können dann hier einfach rausfahren, schätze ich. Also da, wo er vorhin gesagt hat, da sollen wir noch nicht lang. Ich denke mal, das sollte passen. Ihr könnt da mal weg, Jungs. Einmal beschleunigen, bitte. So. Ja, ich weiß, das Ding dauert wieder so. Ich will direkt halt weiter feuern mit dem Ding. Das dauert ja immer länger. Gut, wenn ihr eure eigenen Leute sprengt, ist mir das auch recht. Kann ja auch mal machen. Alles klar, so, das können wir dann teilweise per Schnellreise machen. So, mein Guter, wir haben ein Zeug. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. That could work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Das war der Tanz mit dem Tod. Ich habe dem Outcry gegeben, was er haben wollte, und er lässt mich beim Gastown-Rennen starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Ah, und jetzt habt ihr wieder Mission. Okay, gut. Gehen wir doch mal zu Pinkie Eye. Schauen, was die jetzt noch für uns hat. Die Frau rausholen. Bitte. So, ab nach oben bitte. Das auf jeden Fall.
So, die Mission muss ohne den Magnum Opus ausgeführt werden. Schrumpfendame verbessert. Jo, passt. We're done prepping. My children are ready. The long journey awaits. They won't even make it through Dead Baron's Pass. I would ask you one last favor. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. Transportiere den Dune Vessel Carrier zum Startpunkt in der großen Weißen. Der Dune Vessel Carrier wird deiner Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Okay. The truck is set up outside with the dune barge and all equipment packed in tightly. Good luck, traveler. We all need it. Also der sieht jetzt nicht so. Ja, der sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus. Naja. So, das Ding muss dahin. Für da haben wir. Dann gucken wir, wer sich uns alles in den Weg stellen möchte. Vielleicht niemand, weil wir das Gebiet schon ausgeräumt haben. Aber nee, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas geskriptet wird. Würde mich wundern, wenn wir das einfach gemütlich runterfahren könnten. So unglaublich weit war es halt auch nicht, ist mir mal aufgefallen. Daher warten wir mal ab. So, einmal den Ballons noch vorbei. Hallo Ballons. Oh, das geht danach halt jetzt erst richtig los. Das kann natürlich auch sein. Here we go. The pass. Ja, es geht jetzt erst richtig los. Große Weiße. Das ist große Nichts. Wahrscheinlich dann. Okay. Hm. Da müssen wir hin. Okay, da haben wir doch noch einiges vor uns. Und die Frage ist eben. Na gut, die bleiben zurück. So zurückgeblieben. Ich glaube, ich sollte nochmal nur im Notfall angreifen. Ich glaube, den zum Beispiel, der kommt doch ein bisschen näher, als er eigentlich sollte. Gerade schon, dass du das aushältst. Nummer 2 kommt gleich, okay. Und du überstehst es tatsächlich, den Schuss. Muss halt mal deinen Reifen weg. Tschüss. Ärgerlich, dass wir den halt mehr als einen Schuss gebraucht haben. Aber vielleicht waren das auch schon alle. Moment mal.
Kann sein, dass wir die Todesfahrt hier noch nicht gemacht haben. Und dass ich noch einen Todesfahrt vergessen. Okay, gut zu wissen. Wie gesagt, ich hätte mir halt auch vorgestellt, dass da für die Todesfahrten auch eine Errungenschaft noch rausspringt. Damit die alle haben. Mit dabei noch ein bisschen mit dem Laster zu tun. Dem sollten wir nicht unbedingt rennen. Waren höchstens irgendwelche Rennen, wo es halt um das, also Destruction Derby Rennen, wo es halt um und Zerstörung geht. Also, ja gut, eigentlich ja alle Rennen hier. Da geht es ja überall um Totenzerstörung. Scheinbar waren das aber echt die einzigen beiden Wagen, die uns auf der Spur sind. Noch zumindest. Mal schauen, wie es da hinten dann aussieht. Genau, hier ist dann der... Okay. Die können sie, glaube ich, auch relativ gut wegrammen. Das sind hier die kleinen... Eins. Ich glaube, dir ballern wir einfach den Reifen weg, wenn du jetzt zu nah kommst. Oh ne, ich krieg doch ein freies Schussfeld auf den Tank. Du stehst einfach rum. In Ordnung. Noch haben wir Munition. Wäre noch nicht mehr so unglaublich viel. Es ist auch gleich geschafft, wie es aussieht. Das sieht tatsächlich nach einer Belohnung aus hier in Form von einer Menge Schrott. Cool. Ich sehe es. Up front. Na ihr? Ja, und da ziehen sie hin. Sie werden so schnell erwachsen. Ich wünsche ihnen viel Glück, aber diese Reise ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenige überlegen das große Nichts. Das habe ich meinen Teil beigetragen. Madness. Damit hätten wir auch noch ein neues Autochen. Und halt Schrott. Komm mal her, du Schrott. Aber sonst meldet sich jetzt hier noch keiner wegen, wegen Nebenmissionen. Da kommen wir auch nicht rein. Also unglaublich viel gab es jetzt nicht, muss ich ja sagen. Aber gut, tatsächlich haben wir noch zwei Rennen hier noch nicht erledigt. Dann fangen wir mit dem mal an, da können wir nämlich von hier aus schnell reisen.
gucken, wie die dann so laufen. Achso, ich sollte vorher nochmal... Obwohl... Würde gerade reichen. Ich riskiere es mal. Na hier? So, das war's mit euch. Schauen wir mal, wie diese Fahrt laufen wird. Diese Fahrt und dieser Pfad. Nicht zu verwechseln. Ja, schade, hier kriegen wir auch kein besonderes Auto. Aber gut. Ich hoffe, dass ich alle jetzt one-shotten kann. Fass hier. Ich glaube, ich doch ein bisschen schneller bin als die. Habe ich so gerade den Eindruck. Da hatte ich ja doch Glück mit dem Wagen. So. Noch der letzte. Aber leider nicht nah genug rankomme. Bei dieser kurvigen Strecke, wie gesagt, ungern Steuer loslassen würde. Aber hey, wir haben's. Das hat sich auch gelohnt. Oh, wir haben aber doch ein bisschen was an Schaden genommen. Ah, mal schauen, ob das jetzt zeitmäßig noch reicht. Soll's doch nicht... Ach, das ist doch... Wie gesagt, wird er jetzt nicht ausbrechen, sondern halt einfach gemütlich geradeaus fahren, wie er... Das ist eigentlich so der Plan von dem Ding ist. Es wird knapp, aber es könnte reichen. Ja. Wie gesagt... Random halt ausgebrochen. Einfach geradeaus fahren, du blöder Wagen, und mach. Passt das. So, dann dringend nochmal nachfüllen. Aber ich glaube, wir landen dann echt immer... Scheinen echt immer einigermaßen vor dem Dings zu starten, zu landen, vor einer der Festung. Was halt gut ist, dann können wir direkt die Munition nachfüllen. Das war genau das da oben und das fehlt noch. Dann sollten wir aber, glaube ich, alle Rennen erledigt haben. Mal gespannt. So, weiter geht's. Schauen, was es da dann erwartet. Was ist denn das überhaupt? Das scheint da oben irgendwo zu sein.
So, die nächste und wahrscheinlich letzte Todesfahrt. Oder ich habe sonst noch irgendwo was übersehen. See? He's at the ready. He's gonna hit that track and vaporize that Mac. Oh yes, Buck. You're more than welcome. So, da haben wir doch mal ein bisschen was Charbon. Ich glaube, der hat mir auch relativ neu. Probieren wir den einfach mal. Mal gucken, wie der sich so macht. So. Nicht weglocken. Ja, ich bin überlegen, ob ich dafür jetzt genug ausgerüstet bin. Leider doch einiges an Munition gekostet hier. Rammen. Okay, wir haben auch kein Nitro, sehe ich gerade. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Das war knapp. Zumindest der Offroad auch relativ gut, der Wagen. Wie, das war auch schon wieder knapp. Echt ein relativ heißes Rennen hier. Okay, dann haben wir es aber. Vielleicht kriegen wir so das Griffer-Abzeichen noch. Das hat jetzt die letzte Zeit nicht mehr so funktioniert, aber hey, das brauchen wir auch nicht mehr. Gute Nacht. Did you hear? Jeep bought a slave from Bullet Farm. So. Das scheint wohl noch irgendwo. Also zumindest habe ich jetzt noch keine Errungenschaft gekriegt. Gibt es noch irgendwo so ein... irgendwo noch ein Rennen. Ein Rennen, wo halt quasi kein Dings dran... Da, genau, das da oben haben wir noch nicht. Nehmen wir das mal. Ja, wie gesagt, ich dachte, die hätten wir jetzt so langsam die Rennen, aber scheinbar ist es doch mehr, als ich gedacht habe. Nicht denken, schenken. Für den Schrott. Ich überlege gerade, was ist denn jetzt noch alles zu tun? Wir haben jetzt die Rennen noch zu fahren, also ja, Brücken, mal gucken, wie weit ich da noch komme, wie weit ich das noch nachverfolgen werde. Ja, ich glaube, es wird. Das kriegen wir ganz gut hin.
Blinkt noch gerade was? Was können wir gerade mal knicken? Das ist den Aufwand nicht wert. Ja. Die werden notfalls bewaffnet, aber die kommen ja eh nicht hier hoch. Der Raserbügel. War das nicht schon gemacht? Ja, war nicht. Die Fahrzeuge haben wir jetzt auch noch. Ist neu. Ist neu. Du bist neu. Oh. Sieht aber witzig aus. I'll safeguard her. Well, you once more into the fray. Your name in lights, snuffing out the Bush League race cases who only know how to die. So, immerhin den Tafnut. Ja, ich glaube, also zumindest für die Dinger haben wir jetzt mal genug freigeschaltet, dass wir einen speziellen Wagen kriegen. Und das reicht ja noch einigermaßen. Leider nicht reicht die Munition. Mist. Habe ich nicht drauf geachtet, dass wir uns nochmal voll laden. Nur in 4 Minuten. Voll geht auch gar nicht. Also wollte ich auch eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Naja, dann gibt es eventuell ein paar Minütchen Überlänge. Würde ich halt gerne noch ausschalten. Aber geht halt leider nicht, weil keine Munition mehr. Na gut, vielleicht müssen wir, vielleicht kriege ich es halt eben dann auch gar nicht erst hin und dann müssen wir es halt in der nächsten Folge nochmal machen. Bricht nämlich auch wieder leicht aus, der Wagen. So, überholen wir dich mal. Ich als nächstes. Komm, 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 komm. Fahr schneller. Den Fixer Offroad hier. Zumindest haben wir uns meinen ersten Platz jetzt geholt. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Wie weit. Ich glaube, so ein bisschen was an Abstand können wir uns hier gerade leisten und rausholen. Das ist ein Britzel, ja, wir haben, glaube ich, so einen ordentlichen Abstand. Okay, gut, vielleicht wird es ja doch was. Anderthalb Minuten haben wir noch. Oh, rechts was zu looten. Direkt mal anhalten. Ich frage mich, ob die hier ein Rubberband-KI haben. Aber wahrscheinlich eher weniger. Ich hätte, glaube ich, echt die Sprungschanze hier nehmen können. Die da unten war. Na. Sicher ist sicher. Nehmen dann lieber den einigermaßen vorgezeichneten Weg. Da kann dann nicht allzu viel schief gehen. Aber ja, das ging gut. Das ging gerade echt gut. Sehr schön.
So, dann würde ich jetzt gerne noch mein Zeug nachfüllen und dann können wir auch die Folge hier beenden. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.